Leute, was geht? Immer noch der Mützenboss am Start. Heute reagieren wir auf Unrejans Video. WWS Volkan ist im Knast und Suchti wird boykottiert. Sehr gute News. Die sind sehr aktuell auf jeden Fall. Und an der Stelle haben wir heute auch einen neuen Vlog hochgeladen. Rudi hat ihn euch ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Wir wurden von Affen angegriffen. Checkt das auf jeden Fall ab. Würde mich freuen. Okay, los geht's. Jumbo Fußbilder. Müge Anni? Tenete Chujuk? Kam zu Suchti ist gut. Cousine heiraten, okay? Nachdem das letzte Video super bei euch ankam, Kuss, dachte ich mir, es wird wieder Zeit für wichtige Informationen für unser Leben. Herzlich. Seitdem wir ein paar Tage später reagieren, hat Unrejan seine alten Klicks wieder zurückbekommen. Nein, ich gönn's dem Bruder. Alles gut. Herzlich willkommen zu Cat News 6. Welche Nachrichten heute wieder am Start sind und wieso ich MemeTX, ich liebe dich, auf einen Suchti einladen würde, könnt ihr sehen, wenn ihr bis zum Ende. Suchti ist immer gut, Digga. Sag ich euch, wie es ist. Dran bleibt, denn heute wird's besonders wild. Los geht's! Here we go! Die hab ich vermisst. Ich dachte immer, Geburtstage von meinem armen Bruder sind immer so voll locker. Komm, hol das Lasso raus. Allah haram. Darüber mache ich mich nicht mehr lustig. Ich bin ein seriöser Geschäftsmann und ich bin gegen Cybermobbing, okay? Wir spielen Cowboy und Indianer. Bisschen Schwein essen, bisschen Musik hören. Und aus irgendeiner Ecke kommt ein kleiner Fabian mit Pflaster am Auge und hustet dich einfach an. Kleiner und ja, sein Vater will dich abschieben. Aber mit Zitronengeschmack. Ich dachte, so ist eigentlich immer ein Geburtstag. Also so kenne ich es. Aber dann ist mir aufgefallen, dass TikToker ja keine Menschen sind. Da war ja was. Feiert die Geburtstag? Oder wird Jamo gerade beschnitten? Keiner weiß. Julius, ja, erstmal alles Gute zum Geburtstag, so ist es nicht. Ich wünsche dir nur das Beste. Von mir auch, alles Gute nachträglich. So, ich frage mich halt einfach nur, warum übertreiben TikToker immer ihre Geburtstage? Bockwart. Digga, meine Cousine hat letzte Woche geheiratet. Ja, ne, sie hat geheiratet, sie kam aus drei. Ich habe zuletzt Geburtstag gefeiert, da war ich 12 oder so. BMW raus, im Jogginganzug. Ja, das reicht doch auch. Und die hat gefühlt kurz ihre Hochzeit gefeiert. Ach, der Junge im gelben T-Shirt sah sehr seriös aus an der Stelle, wollte ich schon mal kurz erwähnt haben. Fettes Problem und ihr müsst jetzt alle hat er gerade fett gesagt? Schule markieren. Wir sind gerade auf dem Weg zum Geburtstag, also nach Stuttgart. Problem ist nur, wir sind gerade da und müssen hier hin. Wir sind nämlich panisch noch nach Frankfurt gefahren, weil da verkaufsoffen war. Und in Frankfurt ist irgendwie heute kein Feiertag. Ich hatte nämlich kein Outfit, Nana hatte auch kein Outfit. Oh, Nana. Sagen wir es so, ich habe jetzt ein Outfit, aber es ist komplett hässlich. Die Party geht seit 8 Uhr los. Wir haben jetzt 8:45, müssen noch fast eine Stunde fahren. Könnt ihr Jule bitte markieren und sagen, dass wir später kommen? Na klar können wir das machen, ist doch gar kein Problem, mein Bester. Ich hoffe so sehr, dass wir vor 0 Uhr kommen. Inshallah. Ah, okay, mach ich mal alles schnell in Jule. Ey, Diggi, kurze Frage so von Mann zu Karamanjad. Hast du kein WhatsApp? Könnt ihr Jule bitte markieren und sagen, dass wir später kommen? Ihnen geht's gar nicht gut. Könnt ihr Jule bitte markieren? Markiert mal alle ganz schnell einen Arzt. Hä? Abgesehen davon, dass ihr Geburtstag so groß war wie Sommeldack und die Torte, ach du Scheiße, den kompletten Welthunger beenden könnte, gibt euch doch einfach mal Tim seine Story, ja? Oha! Bis ich seine Story zu Ende gucke, bin ich zweimal gestorben. Okay. Wow! Naja, ist eigentlich eine ganz süße Dame, wenn man so ehrlich sein darf. Ich glaube, sie ist ein bisschen voll. Ja. Was war das für eine Musik jetzt? Wow! Okay, ich glaube, sie ist ein bisschen voll. Ja. Morg, da läuft einfach Haftbefehl. Haftbefehl! Was geht ab, Leute? Mein Name ist Haftbefehl. Halbe Schlägerei-Musik, Jamo fetzt gleich irgendjemanden und da läuft Haftbefehl. Wow! Okay, ich glaube, sie ist ein bisschen voll. Bischi, Julis Geburtstag! Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, war natürlich die erste Nachricht, die unser Leben
nee, nicht verändert hat. Doch, doch, mein Leben hat es sehr pussy verändert. Ist gut an der Stelle nochmal, bitte nicht anzeigen. Und ja, damit würde ich sagen, wir machen weiter, denn wenn wir Suchti trinken, drücken wir 140 auf der Leiter. Stimmt, aber wir distanzieren uns von Casinos, okay? Danke. Meine Damen und Herren, es haben sich die letzten Wochen einige Leute gefragt. Alter, ich liebe Volkan. Fragt, wo ist Volkan eigentlich? Auf seinem Account kam jetzt seit knapp 3 Wochen kein Video mehr online. Es kam sogar die Nachricht, dass er tot ist. Volkan ist tot. So Leute, endlich weiß ich jetzt, wo Volkan ist, weil er der Arme tut mir voll leid. Aber man kann nichts machen. Ich habe halt von A bis Z erklärt, wie das passiert ist, wie er gegangen ist, wann er wieder kommt. Was ein Ehrenmann! Warum er gegangen ist und ja. Also zum A mit TikTok, die Plattform, wo jeder Sonderschiller Reichweite kriegen kann. Los geht's, Digga. Zweiten Mal, weil beim ersten Mal hat's keinen Fame gebracht. Auch jetzt heißt es laut einigen Gerüchten, dass Volkan im Knast ist, Digga! Bootswach, Erwachsenenvollzug. Mein Bein. Es geht um uns zwei, ja. Wallah, das ist Sex. Jetzt fragen sich sicherlich einige von euch, wie ist der hier in den Knast gekommen? Verlierst du etwas, ist was Besseres für dich bestimmt. Halt dich nicht fest an Sachen, die dich brechen ohne Sinn. Ja, ganz einfach. Anscheinend hatte unser Volkan etwas mit einer, ja, wie soll ich sagen? Also, wie soll ich ehrlich sagen? Mit einer 13-Jährigen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja. Oh nein. Das sind nur Gerüchte, weil viele haben auch gesagt, er ist oh nein. Deswegen Sammelverfahren reingekommen, weil er viele Strafen bekommen hat und denen dann auch nicht nachgegangen ist. Aber die, die das gesagt haben, sind seine Freunde gewesen. Ja, starke Freunde an der Stelle. Die 13-Jährige wurde sich anscheinend gegönnt. Stark! Free Volkan. Walla, wer hätte gedacht, dass er in den Knast kommt, Digga, ja? Vor einem Jahr, wir haben noch auf seine Videos reagiert, wo er sich Nutella auf seinem... Ach, das war jetzt ernst gemeint? Bauch geschmiert hat und jetzt ist er im Knast. Was soll ich sagen? Mein Tipp wäre dann einfach nur, lass die Seife nicht fallen, weil... Ja, so wie du aussiehst, man wird dich gerne schrubben dort. 2 Jahre Knast, Motto. In 2 Jahren, wenn er rauskommt, ist die 13-Jährige trotzdem nicht volljährig. Oha! Hoffen wir trotzdem mal, dass das alles nicht stimmt und falls doch, dann... Ja. Ja. Damit würde ich sagen, haben wir den Clickbait der Woche erfolgreich abgerippt und Chayas dazu gebracht, auf das Video zu klicken. Willkommen zum... Wegen Volkan, Digga? Der Clickbait ist hier ganz sicher, sucht die Mann. Wetter! Abi! Ich kann nicht mehr. Ach, Wetter. Bro, kannst du kurz das... Alter! Warte mal kurz! Hey, Freunde, was geht? Eigentlich ist mir auch scheißegal, was bei euch geht. Mein Name ist Kerim Benassi. Kerim und herzlich willkommen zu... Das Hemd ist aber nice. ...beim Wetter. Das Wetter sieht folgendermaßen aus. Es ist kalt. Deutschland hatte dieses Jahr gar keinen Sommer. Lieben wir nicht. Wir haben keine weiß lackierten Füße gesehen. Lieben wir nicht. Hallo! In Bochum ist das Wetter kalt. Die Preise im Eierberg sind gleich geblieben. Kann man nichts machen. In Wuppertal sitzt Volkan im Knast. Mehr gibt's da nicht. Leben da überhaupt Menschen? Und in der Weltmetropole Trabzon, dieser Herrier Trabzon, ist es überraschenderweise heiß. Was ist los? An der Stelle beschickt das Spiel gerade gegen Trabzon, bockt sich nicht. Auch heiß. Ja, ihr wisst genau. Simex-Ex-Freundin. Und ja, der Rest ist immer noch gleich geblieben. Trigger mich nicht! Ja, falls ihr andere Städte sehen wollt, dann lasst es mich wissen. Ich weiß, ihr wollt es. Wer will es nicht? Alle, die es nicht mitbekommen haben, ich versuche die Flasche zu öffnen, weil ich habe keinen Dosenöffner. Ich meine Flaschenöffner, es tut mir leid. Wie soll das bitte funktionieren mit einem Feuerzeug? Warum soll... Och Leute, ich habe Angst. Was lässt ihr mich... Oh, komm schon. Hier meins zwei... Oh Gott, aber was soll denn... Wie lange? Leute, wie lange? Ich muss nicht das einfach so... Ich überlege mir echt einen Account zu machen auf TikTok. Jetzt mal ohne Spaß, okay? Ich werde ja ab und zu genötigt bei TikTok-Seite von Sucht, den da ein bisschen mitzumachen mit Jada und so. Das ist mir immer sehr unangenehm. Aber stell dir mal vor, ich mache den 1:1 nach. Was meinst du, was auf TikTok passieren würde? Dranhalten? Boah, Leute, habt ihr mich verarscht? Ich hoffe, da passiert jetzt nichts. Am Ende explodiert es. Ach, Mann, da komm, ja, stell dir vor, du willst eine Flasche mit Feuerzeug aufmachen. Ich kündige jetzt. Danke für das Wetter, Digga. Die Leute lieben dich. Ja, und ich hasse dich, du Ey! Freunde! Vielen Dank, dass ihr bis hierhin dabei wart, so wie... Gar kein Problem. ...wie die Polizei mit Bushido. Ich würde sagen, wir kommen zum letzten und mir persönlich wichtigsten Thema. Let's go. Jan Ehrlich Brook Edition. Freunde, ihr habt sicherlich mitbekommen, was die letzten Wochen mit Suchti passiert ist. Hat sie es geschafft, mit der LGBTQ+-Community zusammen mich tatsächlich aus dem deutschen Konzern rauszukicken? Einen großen Applaus, bitte. Was für ein Mood-Switch, was Beats ausmachen können. Also ich war die ganze Zeit entertained, jetzt wäre ich wieder traurig. Max! Sehr stark! Ihr habt's geschafft, ihr habt's geschafft, ihr könnt stolz auf euch sein!
stolz darauf, dass sie mit dem Brot vom Familien spielt. Suchti. Der Eiste vom YouTuber John Rich. Ja, ich hab Rich gesagt. Ich bin nicht Rich, Mann. Welcher seit einigen Monaten in den Läden zu finden ist, wird von heute auf morgen von zwei großen Konzernen boykottiert und sofort aus dem Markt genommen. Grund dafür ist ein Internetbeef zwischen einer jungen Transfrau und John, dessen 4 bis 5 Jahre alten Videos auf einmal wieder ausgepackt werden. Aber ihr wisst, wie das Ganze angefangen hat, ne? Weil sie war in einem Video von Unge John Rich, ich hab darauf reagiert und da hab ich beleidigt. Ach, ne? Passiert, ich kann's nicht mehr rückgängig machen. Stark. In den ganzen Videos, die auf einmal aus dem Nichts, die eigentlich privat sind, aber trotzdem ausgepackt wurden, geht's darum, dass John privat und auch viele davon gelöscht, ne? Wohl homophob ist, wegen einigen Aussagen, wofür man sich auch schon 1000 Mal entschuldigt hat. Stark. Aber wir müssen mal ganz kurz fair bleiben. Natürlich hat alles damit angefangen, dass John auf ein Video reagiert hat, und das war leider mein Video, wo diese Person zu sehen war, und es sind ein paar Beleidigungen rausgekommen, die natürlich nicht korrekt waren. Aber dafür wurde sich auch entschuldigt, öffentlich und privat. Und dann, als man gedacht hat, alles hat sich geklärt, kommen 8 Tage später aus dem Nichts über eine Person, die man ja wohl nicht kannte davor, diese ganzen Videos raus, wo es um diese ganzen homophoben Aussagen geht, und man fordert die komplette Community heraus, spammt Punkt, Punkt, Punkt und Punkt, Punkt, Punkt zu, dass Suchti nicht mehr verkauft wird. Und überraschenderweise hat das sofort geklappt, ohne dass man überhaupt nachgeguckt hat, worum geht's hier überhaupt. Okay, jetzt stellt man sich einmal kurz vor, man hat ein Problem mit einer Person und man boykottiert ein Produkt. Stark, Digga. Und jetzt kommt die nächste Frage. Wieso sitze ich hier um 3:30 und rede mit euch darüber? Ganz einfach. Suchti ist nicht nur einfach ein Eistee. Nein, wir sind privat mittlerweile eine Familie geworden. Und wenn Jan in den Videos sagt, dass es um Brot von anderen... Safe, Digga. Wenn es um Leuten geht, dann stimmt das auch, Digga. Und davon bin ich auch betroffen. Ja, warum soll ich da nicht reden? Ich will hier öffentlich nur sagen, mit uns... Keiner. Unser Gött, Habibi, bleibt Jungfrau, merkt ihr das? Dass ich bei Sucht unter Vertrag bin, wisst ihr auch. Und das war noch nie ein Geheimnis. Doch was ich sagen will ist, Jan, den man öffentlich als so einen schlechten Mensch kennt, so heißt es ja von einigen Leuten, wird voll bombardiert mit Beleidigungen, Morddrohungen, die Leute gehen auf Familie, die Leute beleidigen mich, die alle schön und gut. Ja, ihr seid ja viel bessere Menschen, wenn ihr jemanden beleidigt, wegen 4-5 Jahre alten Videos. Ihr seid bestimmt besser, ja, wenn man Leute wieder beleidigt. Ja, ihr beschwert euch wegen Beleidigungen und beleidigt. Stark! Stimmt, beleidigen Leute, die uns beleidigt haben. Ich vergaß. Mich hat John vor einigen Monaten angerufen und meinte einfach nur zu mir, ey Bruder, bald kommt mein Eistee raus. Wie sieht's aus? Ich hab mir nicht viel dabei gedacht. Ich bin seit 2 Jahren in der YouTube-Szene. Dachte mir so, okay, schön, Eistee kommt raus. Man supportet aus Herz. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, was für eine große Last John mir mit dem Vertrag bei Suchti von der Schulter genommen hat. Das, was ich bei Suchti verdiene, geht euch eigentlich einen Scheißdreck an. Aber es bringt mich einfach ein Stück weiter, um meine Angestellten zu bezahlen und das Haus meiner Eltern abzubezahlen, worin wir hier gerade leben. Und das geht an jeden Nichtsgönner da draußen. Hab Gänsehaut bekommen, Alter. Ich hab Gänsehaut bekommen, wirklich. Die sich gefreut hat, als der Shitstorm kam. Uns kriegt keiner so schnell kaputt. Nee. Habt ihr sucht dies mehr als ein Motto. Merkt euch das. Ihr wollt uns schaden? Wallah, kein Problem. Wir kommen 5-mal so krass zurück. Und wisst ihr, wie krass wir das machen? Ganz easy. Hiermit kündige ich, obwohl es Can auch schon gesagt hat, an, dass Suchti bald 2 neue Sorten rausbringt. Und dann ist komplett vorbei. Wallah, dann ist vorbei. So war ich hier sitze, dann ist vorbei. Pfirsich, Zitrone, Bubblegum, Wassermelone war erst der Anfang. Lasst euch überraschen. Ihr könnt jetzt raten, welche 2 neue Sorten kommen werden. Und wer weiß, vielleicht gönne ich euch auch ein paar... Ich würde auch gerne raten, aber dann wisst ihr, was rauskommt. Kisten. Hauptsache, es heißt am Ende des Tages, kam zu Suchti. Safe. Und jetzt vielleicht hier rein. Freunde, damit war's das mit dem Video. Sehr, 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 sehr stark. Wirklich sehr, sehr stark. Ich werde dich noch direkt anrufen nach diesem, nach der Reaktion. Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Eines deiner besten Videos. Nicht wegen der Sucht, die Sache. Ich fühle, die Videos werden immer professioneller. Er und sein Cutter machen sehr starke Arbeit. Unojan wächst und gedeiht immer mehr auf YouTube. Das freut mich sehr für ihn, Digga. Ich finde es auch gut, dass er seine alten Aufrufe gerade wieder kriegt, weil die YouTuber halt nicht direkt einen Tag später darauf reagieren. Das ist auch unsere Schuld gewesen so. Ich würde sagen, wir haben ihn dabei auch mit gepusht. Aber für mich ist kein Problem, auch ein paar Tage später darauf zu reagieren. Support ihn weiterhin, abonniert ihn, er gehört zu uns. Wir werden immer eins sein. Dankeschön fürs Einschalten. Wenn ihr wollt, dass wir auf weitere Unojan-Videos reagieren sollen, dann gibt es wieder einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal, würde mich sehr freuen. Wir sehen uns morgen um 21 Uhr wieder. Okay, tschüss!